Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen im Archiv. Ja, zum Monatsupdate Oktober, Volume 2. Ja, ihr Lieben, da gab es nochmal einen kleinen Nachschlag und hatte ich eigentlich nicht mehr mit gerechnet, aber genau an dem Tag, als ich das Video online stellte mit dem Oktober-Update, bingo, da kam noch das, was ich bestellt hatte. Da hatte ich gesagt, egal, das machen wir dann im November mit rein, aber dann bin ich doch nochmal zum Mediamarkt gekommen. Ja, und dann habe ich mir insgesamt nochmal so 2, 4, 5 Blu-Rays zugelegt und ein Mediabook, und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Da habe ich gesagt, Mensch, da machst du mal ein kleines Video zu. Ja, und da sind wir jetzt bei dem schönen neuem Archiv Volume 2 für das Monatsupdate Oktober 2024. Ja, ich will es auch gar nicht lange euch auf die lange Folter spannen. Ich setze mal nochmal meine pseudo-intellektuelle Sehhilfe auf, damit ich auch was lesen kann. Ne? Sehe ich auch ein bisschen gebildet aus. Ne? Naja, so ein bisschen, wenn man nicht viel Bildung im Kopf hat, muss man optisch eben halt täuschen. Das ist eben halt so leider. So, ihr Lieben, 5 Blu-Rays und ein Mediabook. Wir fangen an. Ich habe mir zu einen Film zugelegt, der die Geschichte interessiert mich. Es geht um einen Mann, ich glaube, das ist ein Lehrer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und hilft jüdischen Kindern vor den Nazis zu entkommen. Das ist, glaube ich, ein Lehrer gewesen. Ich habe die Geschichte im Fernsehen mal gesehen, als die ganze Klasse hinter ihm stand und dann er sagte, er sollte überrascht werden. Er hat gedacht, es wäre ein anderer. Und diese Geschichte hat mich sehr interessiert. Und die ist verfilmt worden mit Leuten wie unter anderem Helena Bonham Carter, die wir aus dem Herr der Ringe-Film, aus den Harry Potter-Filmen kennen. Und auch natürlich Anthony Hopkins, Hannibal Lecter sagt vielen was. Ja, der hat diesen bewegenden Film mitgespielt und One Life, ein Leben, hat mich sehr interessiert, die Geschichte. Deswegen möchte ich sie auch ganz gern mir angucken. One Life, ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ja. Mich interessieren ja Geschichten so auch des Zweiten Weltkrieges und solche Sachen, deswegen schon sehr spannend. Dann habe ich mir einen Film zugelegt, ja, da habe ich den Trailer gesehen, der klang sehr gut. Gesehen habe ich ihn noch nicht, aber ich bin mal gespannt. Das ist von demselben Regisseur, der, oh, wie hieß es noch, One Life oder sowas ähnliches gedreht hat. Es geht mit dieser Insel, wo man immer um einen Tag um Jahre ältert. Ich weiß nicht, ob er den... Aber wie hieß doch der Film? Old. Old hieß der, glaube ich. Und von demselben Regisseur ist dieser Film. Da habe ich den Trailer gesehen. Den fand ich nicht schlecht. Da geht es dann um einen Serienkiller oder einen Mörder, der da mitten in einem Konzert wohl reinplatzt. Der Film heißt Trap, also Falle. No Way Out, kein Ausweg. Ja, da bin ich ja, wie gesagt, gespannt. Trailer gesehen, für gut befunden, aber das muss natürlich nichts heißen, ne? Weil Trailer, ich habe ja auch den Trailer damals von Monolith gesehen und war der Film. Ne? Also, bin ich gespannt. Trap, No Way Out, kein Ausweg. Ich liebe Thriller. Ja, dann mit einem meiner Lieblingsschauspieler, ich bin aber gespannt, soll richtig Action wieder sein. Obwohl er ja mal gesagt hat, er ist für Actionfilme eigentlich zu alt. Aber naja, wir müssen mal gucken. Ich mag ihn gerne sehen. Die Rede ist von Liam Neeson. Und zu dem Film, oder der hat den Film geredet, Saints and Sinners, Heilige und Sünder. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich bin jedenfalls ganz gespannt. Ne? Also dieser Film, das wird was. Hoffe ich mal. Ja, ich habe sie alle Filme bereits entfoliert, weil es mit diesen scheiß Preisaufklebern, seitdem das alles Mediamarkt ist, ist das nur noch Kacke. Ja, dann habe ich mir einen Film geholt, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein Retro-Film. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Dieser Film, wie soll ich sagen, ist ein Gruselfilm, eigentlich was für Halloween, aber ich habe den noch nie gesehen und da ist jetzt gerade ein neuer Film erschienen, den würde ich mir eventuell angucken wollen. Dazu muss ich aber, er sagte man mir, muss ich erstmal den ersten Teil sozusagen gesehen haben. Die Rede ist von Beetlejuice. Hier heißt das Lottergeist Beetlejuice. Ich kenne den Film, ich habe den damals nie gesehen, deshalb bin ich umso gespannter, wie der Film ist.
Lottergeist Beetlejuice. Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen, dann könnt ihr in die Kommentare unten was reinschreiben, weil, ja, wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Es gibt Filme, wie gesagt, zu einer Zeit, ich weiß gar nicht, von wann ist der Film. Ich sehe hier 88, wenn ich das richtig lese. Das war schon die Zeit, ich habe ja mal erzählt, die späten 80er und die 90er Jahre, das war nicht meine Kinozeit und deswegen ist der Film auch an mir so ein bisschen vorübergegangen. Aber jetzt habe ich ihn und jetzt gucke ich ihn mir an. Beetlejuice mit Michael Keaton. So, und dann komme ich zu zwei Filmen, noch einer Blu-ray und einem Mediabook. Beide Filme habe ich mittlerweile gesehen, den einen kenne ich sowieso und den anderen habe ich mittlerweile gesehen. Erscheinen auch beide im cineastischen Monatsrückblick, da wird es also was zu geben. Der erste Film, ja, da war ich sehr gespannt drauf und ihr dürft gespannt sein, was ich im cineastischen Monatsrückblick darüber erzählen werde. Der wird auch die Tage hochgeladen. Und zwar Sting, die Geschichte mit der Riesenspinne. Ich kann so viel sagen, er macht Spaß. Alles Weitere im cineastischen Monatsrückblick. Meine Erwartungen waren hoch, habe gute Kritiken gelesen, habe auch ein paar Kritiken gelesen, die nicht so gut waren. Mein Urteil dazu im cineastischen Monatsrückblick. Und dazu kann ich euch noch sagen, Leute, der wird richtig fett. So viele Filme habe ich lange nicht gesehen. Also normalerweise schafft man in der Regel so 15, 20 Filme, manchmal 30 Filme, wenn es hochkommt, wenn ich wirklich einen guten Lauf habe. Diesmal habe ich fast das Doppelte. Also einmal, weil ich einen Halloween-Marathon gemacht habe und dann die Filme, die ich den Monat über auch noch geguckt habe. Ja, so sieht's aus. So, und dann das Mediabook. Ja, darauf habe ich mich ganz besonders gefreut. Jetzt kann ich die DVD, kann ich weggeben. Ich habe mir die ja natürlich auch angeguckt. Es wird zu diesem Mediabook auch ein Review geben. Ich mache ja vorwiegend nur noch zu Mediabooks Reviews. Nicht immer, aber grundsätzlich. Und ich habe mir den Film geholt, weil ich liebe diesen Film. Er gehört mit zu meinen Favoriten, ist ein Film aus dem Jahre 1966 und die Rede ist von Tanz der Vampire von und mit Roman Polanski. Ich habe leider dieses hässliche Cover bekommen. Ich weiß nicht, wo das mal, ich glaube, das ist ein internationales Plakatmotiv. Dann gab es ja noch zwei weitere Plakatmotive. Einmal das rosa gefärbte, das ist das deutsche Filmplakat der Wiederaufführung. Und dann gab es noch mal ein Mediabook mit dem DDR-Filmplakat. Dieses hier und das DDR-Filmplakat fand ich grottig. Ich wollte ganz gern das der Wiederaufführung haben, weil in erster Linie geht es mir natürlich um den Film. Aber ich habe natürlich immer ganz gern auch dann die Plakatmotive gern drauf. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ja, wie gesagt, und das Original-Kinoplakat von der Erstaufführung, das Motiv existiert gar nicht. Ja, wie immer gesagt, jetzt habe ich ihn trotzdem. Mir geht es in erster Linie um den Film, weniger um das Motiv. Aber wenn man passend das hat, ich mag immer gerne das deutsche Plakatmotiv dazu. Aber das war bei Amazon nur exklusiv zu bekommen. Und ich hatte mir den Film dann bei, jetzt hätte ich beinahe wieder gesagt, Saturn, den hatte ich mir dann beim Mediamarkt bestellt, weil mir war das wichtig, dass ich den dann habe. Weil die hatten nur noch ein Exemplar da. Die haben den einen Tag vorher gekriegt. Da hatten sie etliche Exemplare und nur noch eins war da. Und plus mein reserviertes. Ja. Lieber gleich mitnehmen. Ihr wisst, wie das ist. Ich habe wie damals auch, ich habe erst damals überlegt, bei Abbott und Costello treffen Frankenstein. Ach, nimmst du das Mediabook mit? Vielleicht gibt es eine Einzelauskopplung. Ich habe es zum Glück mitgenommen, weil es gibt es ja kaum oder gibt es eigentlich nicht mehr, beziehungsweise wenn nur zu astronomischen Preisen. Ihr Lieben, das war Volume 2 des Monatsupdates für den Oktober 2024, neu im Archiv. Ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, nur noch dazu, dass es einen fetten cineastischen Monatsrückblick geben wird. Da dürft ihr euch mega drauf freuen. Dann wird es geben eine Schnacktüte, hatte ich ja auch angekündigt, die dann heißen wird FCKW. Das hatte ich auch näher erklärt, was das ist. Ja, das erwartet euch noch und da legen wir auch dann entsprechend los. Und bis dahin bleibt mir dann nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.